Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner Solo-Runde 7 Days to Die, Folge Nummer 3. So, auf geht's. Harry Harrys ist dran. Wir stimmen mal schnell durch. Die Aufgabe machen wir dann direkt im Anschluss. Jetzt hier nicht zu viel Zeit verlieren, aber schon den Loot mal eben mitnehmen. Ist hier direkt gegenüber, da schauen wir mal schnell rein. Sagte er. Guck mal, da sitzt schon die erste Tante. Aha. Alter, was er für einen zittrigen Gang hat. Nimm das. So. Tonne rumwühlen. Gucken, wer hier so wohnt. Da ist der nächste. Boah, raus hier. Aua, der haut mich. Scheiße. Oh, ey, der Schwede hat mich überrascht. Dicke. Hast du nicht einen Pfeil noch? Nö. Junge, Junge. Das war nicht gut. Aber hier haben wir erstmal Ruhe. Hier können wir erstmal looten. Eieiei. Oh, Nahrungsmittel. Mega gut. Können wir gleich mal was essen. Schön was zu trinken. Ein paar Gläser. Wir können noch alles gebrauchen. Das ist ja das Schöne. Hallo. Hier geht's nach oben. Sehr schön. Hier ist zu, aber gehört hat mich noch keiner. Dann gehen wir direkt mal hoch. Kurz nochmal die Finger ins Klo. Auf geht's. Oh, jetzt habe ich auch richtig Kohldampf schon. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe so einen Krach gemacht. Und da ist der Knochen durchfürchtig und ich bin infiziert. Scheiße, das ging ja gut los. Oh, gleich der dicke Loot hier. Ist hier noch jemand? Hallo. Nee. Mann. Floki, Glanzleistung sieht anders aus. Oh Gott. Der jammert da, weil ich einmal gesprungen bin. Aber es sind nur 8 Minuten. Dann geht's jetzt wieder besser. Oh, alte Eisenbeinschienen und schmale 6 Schuss für die Schrote. Naja, ist jetzt nicht ultra gut. Naja, bisschen was zu essen noch. Kannst du so mitnehmen. Aber das soll's gewesen sein hier bei Harry Harrys? Ist auch nochmal, wo ist alles ihre. Ist eine Schiene drin? Kann ich die nutzen? Ne, verstaucht. Okay. Darf nicht so viel rumhopsen jetzt hier. Mal ein paar Minuten, sonst wird es immer mehr. Von der Zeit her. Ich glaube, die 8 Minuten nutzen wir erstmal. Ich schiebe mir erstmal was zu essen rein. Was hast du denn hier? Chicken Soup? Nimmst du.
Große Sham. Rein damit. Und noch eine kleine Dose Erbsen. Als Nachtisch. Guck mal, das geht erstmal wieder fürs Gröbste. So ein Scheiß, ey. Das scheint wirklich nicht viel größer zu sein. Ich muss nochmal kurz springen. Hier warst du. Hier hinter warst du noch nicht, ne? Aua! Ach, wieder 8 Minuten. Okay. Oh, jetzt komme ich hier nicht durch. Schon wieder springen. So, hier geht's raus oder was? Jetzt raus. So, habe ich zu Hause einen Honig? Ich weiß gar nicht so genau, da ich hier dummerweise ganz schön aufs Maul bekommen habe. Würde ich sagen, ich halte mal ganz kurz zu Hause an, guck mal wegen Honig. Nicht rennen. Wegen Verstauung hilft auch nicht viel, ne? Kannst du gleich mal hier lassen. Hier ist noch eine Topfpflanze. Was auch immer du damit machen willst. Waffen. Nahrung. Ach, guck mal, hier hast du den Honig. Das ist das Schlimmste wieder ausgebügelt. Dann lasse ich die Medis auch erstmal hier. Und Fleisch kann hier rein. Den Lappen kannst du noch essen. Du hast sowieso ständig Hunger. Aber wir müssen noch ein paar Eier nochmal ausschalten. Das alte Sandwich hebe ich mal auf. Vielleicht mache ich da später noch was von. Nee, der Baseballhelm ist deutlich besser. Die Mütze kannst du vielleicht sogar mal verkaufen. Mach's direkt in die Händlertruhe. Oh, hier liegt auch noch Stuff drin, die ich beim letzten Mal nicht wegsortiert habe. Alles klar, dann schmeißt das damit rein. Kannst ein Schlückchen trinken. Und wir zischen direkt wieder los, würde ich sagen. Oh, schlecht Wetter. Wie spät ist denn? 11 Uhr. Ist dunkel wie... Den Leitern runterklettern habe ich es noch nicht so. Gut, dann machen wir ein bisschen gemütlich, bis wir da sind. Sieht ja mega gut eigentlich aus. Appliance. Nicht das Postal Office. Bin sehr gespannt. Wir müssen jetzt... Ah, da ist ein Huhn, das hätte ich eigentlich mal... Aber ich kann jetzt nicht laufen, dann lass es leben. Nee, ist noch dahinter. Hallo? Ja, das frisst so viel Ausdauer, ne? Wenn du schön bedächtig machst, dann geht es auch. Wie, ist das das Riesengelände hier? Ich hoffe nicht. Hört ihr hier schon wieder wen? Hallo?
denn das für ein Stolperjochen? Oh. Er hat ja eine tolle Wohnung. Naja, Zombie halt, ne? Die brauchen nicht wirklich viel. Ach, da drüben. Ist das eine Scheune oder was? Oh, Working Stiff Tool. Jede Menge Zement für uns. Guck mal kurz ins Auto. Ein Reifen. Sehr schön. Hallo junge Frau, haben Sie sich verlaufen? Es regnet, gehen Sie mal rein. Butcher Pete's. Okay, wo sollen wir rein? Shade Tree Auto. Stufe 1 säubern. Feuer frei. Da ist kein Hund. Nehmen wir die Schrote erstmal. Hier kommt doch bestimmt schon mal das erste Mal wer raus. Och. Ah, bist du ungeschickt, Bruder. Hallo? Oh, ich friere anscheinend. Bisschen Respekt habe ich ja schon. Die machten echt verdammt Damage. Die Guten. Hier sehe ich schon mal keinen drin. Wahrscheinlich fallen sie alle von oben runter. Aber hier sieht schon mal nach gutem Loot aus. Ich gehe mal durch die Tür. Sicher ist sicher. Bleibst du wohl liegen? Verdammt mal eins. Ah, Level up. Sehr schön. Jetzt sind hier immer noch der ein oder andere Zombie auf den Plan gekommen. Oh Gott. Tür mache ich mal zu, dass keiner von hinten kommen kann. Die von draußen alle? Ich glaube schon, ne? Naja, die kommen alle von draußen. Mach die erstmal weg hier. Wie sie hier Schlange stehen. Ausnahmsweise mal gutes Timing. So, jetzt lasst mich mal in Ruhe hier. Ich wollte ja eigentlich mal looten, bitte. Hier meinem Fuß oder Arm oder was auch immer hat es jetzt keinen weiteren Schaden zugefügt. Verdammt. Ich bin richtig vorsichtig unterwegs, ey. So bolzen ab. So, hallo. Oh Gott. Da liegt ja schon wieder der Dicke. Kommen Sie ran, junger Mann. Erstmal glorreich vorbeigeschossen.
Läuft der oben lang? Was ist denn hier noch? Ah, unser Fuß ist wieder in Ordnung. Alles klar, dann kann ich mich wieder ein bisschen hübscher bewegen. Ne, hier geht's bloß raus, ne? Okay, dann lass uns ein bisschen was einstecken. Draußen ist schon wieder einer so aufgeregt. Pass and Gas. Bin sehr gespannt. Fahrradlenker. Noch ein Hammer. Das kann ja jetzt mal nicht schaden. Bisschen Zement. Das nehme ich jetzt aber nicht mit. Holzstapel. Mehr als aus dem Baum. Ja, lass uns oben gucken. Mutti! Die steht wieder auf. Musste sie mir noch eine knallen, weißt du? So, Munitionsstapel. Nice. Das war ja mau. Oh, was Schönes zu essen. Das ist nice. Okay, hier schaufel ich ein bisschen weg. Du bist überlastet. Ja, okay. Kann ich mit umgehen. Ich esse gleich den Wildbrettopf und dann... So. Geht's hier noch raus? Nö. Okay, das lohnt sich nicht wirklich. Aber da drüben geht's noch raus. Komme ich hier lang? Jo, guck mal, hier ist noch eine Kiste fett. Also du kannst dich gar nicht genug hier in den Häusern umgucken. Um 13 Blöcke. Hau das mal weg, wir gucken da nochmal raus. Würde ich gerne reparieren, habe natürlich nicht einen Stein dabei. Ach du Scheiße. Nein, so ein Mist. Guck mal, da unten das Reh. Kann ich hier nirgends einen Stein mal schnell abklopfen? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja auch gemütlich. Wir haben es gleich. Nichts überstürzen. Ach, Gott sei Dank. Das ist alles für ein Vogelnest und fünf Federn. Und mehr scheint hier nicht zu sein. Okay, dann haben wir die Bude leer geräumt. Aber irgendwo war doch hier unten noch wer, oder?
Was hat's denn? Nö, alles Roger. Passt schon, zurück zum Händler. Oh, was waren da eben für ein lilanes Gebäude? Lassen wir uns mal nicht aufhalten, komm. Gleich die nächste Aufgabe. Kurz zu Hause abladen. Ist hier was? Guck mal. Heißer Scheiß. Und da klopft schon wer. Ah, Madame. Naja, die kommt da erstmal nicht raus. So, zurück zum Händler. Haben doch schon mal zwei Hütten leer gemacht. Wie er schon wieder Kohldampf hat. Ich muss jetzt den Rest des Tages noch nutzen, ein paar Eier aufzutreiben. Dass ich mir was kochen kann. Und wenn es geht, sogar noch mal dieses Huhn da jagen. Damit ich noch ein bisschen Fleisch habe. Sonst ist Essen bald ein kleines Problem. Ich habe ja noch den lecker Eintopf da gefunden, aber der hält jetzt auch nicht ewig. So, Hugh, mein Guter. Hab deinen Auftrag erfüllt. Komm ich eigentlich. Habe ich das schon gelootet hier? Na, da oben komme ich nicht dran, oder? Wenn ich eben. Da. Knochen. Okay. So. Shamway-Geheimnis. Ja, komm, das nehme ich mal. Hast du irgendwelche Aufgaben hier um die Ecke? Beseitige Zombies? Ja, ist das nächste, ne? Interested in a gig? Im Motel. Fantastic. Könnte ich noch Kleber kaufen? Lose Thunfisch, die bringt mir jetzt auch nicht so richtig viel weiter. Reparaturkits mache ich mir, glaube ich, lieber selber. Kerze. Kurz mal durchgucken. Antibiotika hätte er da. Irgendwann werde ich es wahrscheinlich nochmal brauchen. 720, ey. Oberstiefel, T-Shirt, Bauplan, Chemiestation. Größere 10% mehr Schaden an Menschen. Die Station wäre, glaube ich, schon ganz geil, ne? Okay. Alteisenhandschuhe. Das Alteisenkram. Weiß ich nicht, ob ich da so überzeugt von bin. Die Keule, die kann ich zerlegen. Aber nicht verkaufen. So ein Hämmerchen könnte ich dir anbieten. Für 14. Ich hab ja einen. Da kam Schaden 35? 28. Ja, weg damit. Fahrradlenker. Würde ich fast mal behalten. Ansonsten, jo, habe ich nichts für dich. That's all you're gonna buy. I'll let you show Ich muss yourself los. out. Zeit drängt. Trotz unserer gemütlichen Runde. Kurz zu Hause abladen. Vielleicht kannst du hier schon mal gucken. Was ist denn ein paar Nester? Ja, guck mal. Da ist doch schon das erste Ei. Drüben steht noch ein Auto.
Isst mal bitte erstmal was. Hier den guten Wildbret-Eintopf. Der bringt dir fast 50 Nahrung. Das Rezept kannst du aber benutzen. Ist noch leicht überladen, das ist aber eigentlich okay. Ja, ja. Guck mal lieber hier drüben, was du hier noch so findest. Hier sind wir. Ja, hier gab es Nitrat und so. Merk dir das mal bitte. Alter Schwede, ich hab doch gerade gegessen. Warum jammerst du jetzt hier immer noch rum? Einen Rucksack vergessen. So, gut, nützt nichts. Ein Ei wird nicht reichen. Aber kostet natürlich tierisch viel Zeit, ne? Weiß nicht, ob ich einfach weiter looten sollte. Einen Daumen drücken. Dass wir was zu essen dabei finden? Na los, auf nach Hause, Sachen abladen. Ein paar Nester kannst du ja nochmal bei dir hinterm Haus versuchen aufzutreiben. Oder guckst mal nach einer Farm, dass du ein bisschen Mais findest. Irgendwas kriegen wir schon zusammen. Oh. Was denn? Raketenwerferteile. Na klar. Trage ich auch immer in meiner Sporttasche mit mir rum. Oh, ein Viererhelm. Geil. So, hier sehe ich keine Nester. Gehen wir mal hier drüben Richtung Heimat. Ist nur Müll. Oh. Wie so ein oller Rocker. Dem will ich aber nicht über den Weg laufen. Hier ist Metall. Oh, ganz geil hier, ne? Ziemlich viele Ressourcen. Nochmal Metall. Was nun? Er schießt es mal. Es läuft weg. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was zu Hause. Fleisch haben wir genug. Wenn wir noch irgendwie zwei olle Eier im Schrank hätten, dann könnte ich schon mal ein bisschen, zumindest zweimal Steak mit Eiern machen. Das würde mir erstmal reichen. Dass ich einmal wieder richtig satt werde. Aber jetzt sollte ich auch langsam mal umschwenken, dass wir nach Hause kommen. Upsala. Hat sich hier im Busch versteckt, der Diggi. Moin. Ach, du kriegst einen dicken Hammer. Der tut weh, hä? Puh, der war knapp. Er hat mehr eingesteckt, als ich dachte, mal wieder. Zwei Baumstämme. Wie ich immer noch keinen Stein habe, weißt du? Darf's auch keinem erzählen. Ah, Gott sei Dank. Ein paar Ressourcen nochmal unterwegs mitnehmen. Haben wir gleich noch ein bisschen Holz, wenn wir die zwei Baumstämme jetzt noch machen. Und dann ist die gemütliche Runde auch schon wieder vorbei. Da, den Stein solltest du noch zerkloppen. Oh, es sind drei Baumstämme. Komm, da kriege ich aber einen Honig raus. Dann mal gucken, ob wir noch was leveln können. Brauchen wir uns schön was zu essen. Ich denke, die Nacht werde ich dann
mit Vorbereiten verbringen, sodass wir uns dann in der nächsten Folge am nächsten Tag sehen. Nachts passiert ja jetzt nicht so viel. Die erste Nacht haben wir mal zusammen gemacht. Und wenn wir später eine größere Base haben, wo wir ordentlich Material verarbeiten können, können wir auch mal zusammen wieder durch die Nacht gehen. Aber so, wenn jetzt nicht so viel passiert, dann mache ich das ohne euch. Das ist dann ein bisschen zu langweilig. Aber mal gucken, dass wir am nächsten Tag vielleicht mal zwei Aufgaben hinbekommen. Wenn ich da etwas besser vorbereitet bin. So, auf jeden Fall bin ich mal überladen. Gib mir noch zwei Eier und dann bin ich zufrieden. Hier wieder komplett ausgepowert ist. Kein Nest in Sicht. Da. Da ist so ein Ei drin, das sehe ich von hier. Scheiße. Arschloch. So. Oh, hier ist auch gleich schön Eisen. Das könntest du mal wegklopfen in Ruhe. Hast du hier hinten schon gelootet? Ne, hier waren wir noch nicht. Ist die Leiter abgebrochen? Sieht auch sehr interessant aus. Da könnte ich auch mal rein. Was ist das für eine Bude? Oh, Rallye-Auto. Achso, auch ein... Ah, okay, ich dachte, es wären Regale mit Futter vielleicht, aber es ist eher so Autoteile. Big Buns. Oh, wir haben noch so einiges vor uns hier, wie ich sehe. Butcher Pete. Na, Wind. Gibt's hier Fleisch? Erstmal scheint es hier alles ruhig zu sein. Ein Knochen. Ich nehme nur hier die vorderen Regale mal eben schnell mit. Schön. Atmet wäre schwer. Oh. Ging. Konnte ich noch alles mitnehmen? Ja. Aber den Kaffee hier konnte ich leider nicht mehr mitnehmen. Ach, der war hier im Korb, ne? Warte. Gönn dir mal einen schönen Yucca-Saft. Und nimm den Kaffee noch mit. Und dann machen wir jetzt aber schleicht dich. Hier würde ich demnächst sogar noch mal reingucken. Das sah sehr interessant aus. Jetzt geht es nur noch ab nach Hause. 20 Uhr, ne? Da wird es wirklich langsam Zeit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei 7 Days to Die. Ich freue mich drauf. Aha. Der Kanal hier. Und bedanke mich fürs Zusehen, ne? Macht's gut, bis denn. Tschüss. Auf mein guter Lauf. Es wird spät.